Back to the Roots, heißt es am Pfingstwochenende 2022 am Motocross-Weltmeisterschaftskurs in Niederholzheim. Denn die MSV Schwannenstadt hat zu einer ganz besonderen Veranstaltung geladen, dem European Classic Motocross Cup und einem internationalen Sidecar Cross. Auf der längsten Natur-Motocross-Strecke Oberösterreichs fahren und sprengen knapp 300 Teilnehmer aus sage und schreibe 8 Nationen mit ihren Motorrädern, gebaut zwischen 1974 und 1991, bis hin zu sonderangefertigten Sidecar-Motocross-Maschinen über den selektiven Kurs. Dass die MSV auch dieses Mal wieder auf das richtige Pferd gesetzt hat, das bestätigen die über 4000 Besucher, die bei hochsommerlichen Temperaturen die Rennstrecke dem kühlen Nass im Bad oder See vorziehen. Ja, man muss immer was Neues bringen, um Zuschauer zum Motorsport und speziell zum Motocross zu bringen. Wir haben uns überlegt, was machen wir heuer, 2019 war das letzte Motocross. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht auch einmal Beiwagen oder 82, 83 waren sie hier in Schwannenstadt zu Gast und es gibt eine neue Generation von Beiwagen, viel schneller, viel leichter. Haben wir gesagt, das muss man den Leuten hier auch in Schwannenstadt in Oberösterreich zeigen. Die MSV zeigt den Motorsportfreunden an diesen 2 Tagen aber nicht nur ein Motocross-Sidecar-Rennen, sondern wesentlich mehr. Wir haben auch mit anderen Veranstaltern, ich habe gerade gesprochen mit meinen Kollegen aus Deutschland und auch aus der Tschechoslowakei. Wir haben so einen Europacup für alte Motorräder ins Leben gerufen. Heuer das erste Mal, die erste Veranstaltung ist in Schwannenstadt, die zweite in Deutschland, in Deutschendal und die dritte im September in Skripro in der Tschechoslowakei. Die 3 Rennen werden zusammengewertet und hier fahren Fahrzeuge aus den Gründungsjahren der Motorsportvereinigung. Wir sind 50 Jahre geworden vor 2 Jahren und diese Motorräder sind mindestens so alt und einige sogar noch älter. Beginnen wir mit der Klassik-Szene. Das sind ja die ältesten Motorräder, die heute und morgen bei uns am Start sind. Die, da sagen wir, Baujahre 1970 bis 1982, die haben da dieses Manko vom Federweg. Die haben also nur 125 mm Federweg vorne und auch hinten. Also da zieht es dir schon die Plomben aus dem Gebiss. Dann ist die Twinshock, das ist dann 1982 bis dann die Evo-Klasse gekommen ist mit den Zentralfederbeinen. Twinshock, das sind noch diese Motorräder mit Luftkühlung, haben schon 250 mm Federweg und sind dann die Vorstufe zur Evo-Klasse, wo dann wirklich die Zweitakt-Ära ihren Höhepunkt erreicht hat, mit auch diesen Fahrwerken, die 300 mm Federweg haben und die bis zur Jahrtausendwende das Nonplusultra im Motocross-Sport waren. Ja, also ich finde es immer wieder schön. Also ich bin jetzt 33 Jahre, also ich kenne nur die alten Motorräder auch noch von der WM-Zeiten damals in Schwannenstadt und da fahren ja jetzt wieder ein paar mit und ich finde es einfach toll, dass das wieder entkommen ist. Wie man sieht, also gerade die Evo-Klasse, die sind boomen. Also wir haben die Klasse schon teilen müssen, weil einfach sehr viele Starter die alten Motorräder auch wieder schätzen. Aus welchen Nationen kommen die Läuferinnen und Läufer? Ja, ich würde sagen, einmal in Österreich-Umkreis. Also wir haben Holländer, Belgier, Tschechen, Ungarn. Also das ist wirklich europaweit alles vertreten. Ich konnte mich wahrscheinlich auch anmelden in der Klassik-Klasse, die es hier gibt. Da haben wir die Twinshocks, die Evos, also die Motorräder bis Baujahr 74, die Motorräder bis Baujahr 84 und dann die Motorräder bis 91 bzw. 95, die da heute am Start sind. Und da gibt es auch die Klasse Plus 60 Plus. Da bin ich noch nicht ganz dabei, aber im heurigen Jahr könnte ich es schaffen. Jetzt muss man sagen, ist ja gewaltig, was sich hier tut, nämlich alleine von den Anmeldungen. Diese Art des Motorsports boomt. Ich weiß nicht, ob es bombt, aber sie haben jetzt diesen European Classic Motocross Cup eingeführt mit Deutschendal und Skripo in Tschechien, was ich weiß.
Da sind das drei Rennen und wenn man die Starterfelder anschaut, vor allem natürlich in den jüngeren Klassen Evo 50 minus, wo die Starterfelder voll sind, glaube ich, dass das schon eine Sache ist, die man durchaus so machen kann. Und wenn man jetzt wieder zurückschaut auf die Motorräder auf der Straße, dann wissen wir, wie 98 noch der Willi Eicher, also der Papa von Peter Eicher, diesen Oldtimer Grand Prix eingeführt hat und wo man gesehen hat, was letztes Jahr im September dort am Hausruckring in Pitzenberg Eich los war, dann glaube ich, dass die Sache hier mit dem Motorrad Oldtimer, also Motocross Oldtimer Rennen, eine ganz gute Sache ist. Verlassen kann sich die MSV Schwanenstadt bei derart großen Veranstaltungen auf ihre ehrenamtlichen Helfer und auch auf ihre Partner und Sponsoren. Die Veranstaltungen im Gesamten arbeiten hier für uns nicht nur aus dem Verein alleine, aber 150 Personen. Wir betreiben das Zelt selber, wir machen das Inkasso selber, den sportlichen Teil sowieso schon lange Zeit immer selber. Es wird auch nicht leichter. Es sind sehr viele Damen, Gott sei Dank, auch dabei, die uns unterstützen. Es ist eine Riesengeschichte. Zwei Tage, alle arbeiten ehrenamtlich, wie du gesagt hast, ist nicht so einfach. Vor allen Dingen allein das Festzelt muss betreut werden. Ja, das Festzelt ist eigentlich eine eigene Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung dazu. Dort arbeiten alleine 60 Personen abwechselnd in den zwei Tagen und das ist eigentlich ein Zeltfest zum Motocross dazu. Ohne Geld kein Musi, heißt es immer so schön. Wie schaut es aus nach Corona-Zeiten, nach Zeiten wie diesen? Sponsoren halten euch die Treue, wenn man so durch das Gelände geht. Ja, ich muss sagen, die Sponsoren, wir hatten zuerst gedacht, vielleicht nehmen sie etwas zurück, aber das ist eher anders geworden. Die Sponsoren sind geblieben und neue sind dazugekommen. Also wir können nicht klagen. Man kann auch immer noch natürlich mehr Sponsoren haben, aber wir sind zufrieden mit diesen, die wir schon jahrelang haben. Vor allen Dingen ein Name fällt auf, KTM. Ja, KTM ist natürlich der Führer in Österreich in Sachen Offroad mit den drei Marken KTM, Husqvarna und GasGas. Es gibt keine andere Marke in Österreich und auch sie sind Weltführer schon einige Zeit in der Sparte Offroad. Da passt natürlich auch dann der Partner Red Bull dazu. Ja, okay. Da sind wir auch nicht beleidigt, wenn Red Bull natürlich bei uns dabei ist. Es ist eh nicht einfach. Red Bull will immer ausgefallene Sportarten unterstützen. Motocross ist nicht ganz ausgefallen, aber trotzdem, wenn man was Neues bietet, hat man auch solche Sponsoren in längerer Zukunft wieder bei sich. Unter den vielen Ehrenamtlichen sind auch Vater und Söhne der Motorradfamilie Kofler. Maxi und Andi nutzen das WM- und IDM-freie Wochenende, um ihren Heimverein zu unterstützen. Ja, also der Max und ich, der Papa sowieso, wir sind dabei. Seitdem ich zum ersten Mal Motorrad sitze, bin ich beim Verein dabei und bei jeder großen Veranstaltung dabei gewesen, ob es der Oldtimer Grand Prix ist oder ob es Motocross-Rennen ist. Jetzt heute natürlich Motorräder, die ihr Jungen wahrscheinlich ein bisschen weniger kennt. Ja, man hat es halt kennt von der letzten Veranstaltung 2018 oder 2019, glaube ich was. Da habe ich schon viel gesehen, aber es ist halt immer wieder was Neues, was dabei ist. Da denkst du so, wow, Wahnsinn, dass man mit sowas fahren kann. Jetzt bist ja du natürlich in einer ganz anderen Klasse unterwegs. Wie läuft es dort und zweitens hast du ja morgen was Besonderes vor in Schwanenstadt. Ja, momentan läuft es in der deutschen Meisterschaft sehr gut. Ich bin Zweiter in der Meisterschaft nach der zweiten Veranstaltung. Und morgen habe ich vielleicht geplant, dass ich selber am Start stehe in der Auna Cup 125. Dass die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer bei diesem Motocross Oldtimer Fest an oberster Stelle steht, das ist selbstredend. Du hast es schon ganz richtig gesagt, der technische Kommissär ist für die Sicherheit, der Fahrzeuge, Sicherheitsausrüstung der Fahrer verantwortlich. Dass das alles, wenn wir da jetzt am Motocross-Rennen sind, der FIM-Reglement bzw. dem nationalen Sportgesetz entspricht, damit das auch alles eingehalten wird und die Regeln und die Normen eingehalten werden. Und die Fahrer sind da auf einer Ebene mit den Kommissären? Sie sind auf einer Ebene mit den Kommissären. Es lässt sich alles ausreden. Sie sind sehr vernünftig, sie haben wirklich super Zeug beieinander, das muss man echt sagen. Es ist eine Gaude, das zu machen. Vor allen Dingen mit so zum Teil alten Geräten. Es ist natürlich für einen, der Motorsport liebt, also
ist es natürlich wunderbar zum Sehen, wie die alten Fahrzeuge dann über den Rundrad und über den Kurs bewegt werden, mit einer Leidenschaft, dass du sagst, das gibt es halt. Also es ist Wahnsinn. Also ich bin da absolut begeistert und muss aber auch sagen, der MSV Schwannenstadt macht da wirklich Unmögliches möglich, also Wahnsinn. Nach der Corona-bedingten langen Pause endlich wieder Veranstaltungen wie diese besuchen zu können, damit hat auch Schwannenstadts Bürgermeisterin ihre Freude. Das stimmt, die letzten zwei Jahre waren für die Vereine wirklich sehr anstrengend und stark, weil die Mitglieder weggebrochen sind. Es waren keine Veranstaltungen, also keine Einnahmen, die lukriert waren, Kinder haben. Und darum tut sich jetzt auch so viel. Also jetzt Wochenende ist ein Event, letzte Woche Feuerwehr, jetzt Motocross, nächste Woche Stadtfest. Also es ist immer was los bei uns in Schwannenstadt. Ja, es ist natürlich schön, dass wir jetzt nach zwei Jahren wieder ganz normal in unseren Rhythmus reinkommen sind. Von Motocross, Oldtimer Grand Prix und jetzt wieder auf der Strecke auch fahren können. Ohne Restriktionen, ohne Masken, ohne 3G-Nachweis und den ganzen Scheiß, sondern dass man einfach das Motorsport-Feeling da wieder genießen kann. Und man sieht, wir haben das Wetter auch wieder super erwischt und wir hoffen, dass ein super Rennwochenende ohne Unfälle und alles wird. Dass dieses einzigartige Motorsportfest Back to the Roots ins rechte Medienlicht gerückt wird, dafür sorgt einmal mehr die Presseabteilung der MSV Schwannenstadt. Ja, also wir freuen uns immer, dass recht viel Berichterstattung ist, regional, überregional. Wir machen auch viel für die Presse. Pressekonferenzen, Social Media, alles wird da bespielt, damit wir so viele Leute wie möglich zu uns holen können und das Motorsport-Feeling mit allen teilen können. Ja, die MSV Schwannenstadt ist ja, ich sag schon, berüchtigt dafür, dass wir immer wieder neue Ideen entwickeln und die Klassik oder die Klassikszene Motocross ist ja bis jetzt gar nicht so groß herausgekommen und da haben wir versucht, die Strecke auch mit diesen Motorrädern in ein ganz neues Licht zu rücken und ich sage es immer wieder, diese Motocross Klassik, Twinshock und Evo-Szene, das ist die goldene Ära des Motocross. Und darum haben wir gesagt, wir hauen uns jetzt auf diese Schiene und bringen da auch eine mitteleuropäische Serie zum Laufen. Wie groß das Interesse an dieser Veranstaltung ist, das zeigt sich bei perfekten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein schon am Samstag. Über 150 Fahrer stehen schon am ersten Tag beim European Classic Motocross Cup in den Klassen Classic, Twinshock und Evo hinter dem Startgatter. Besonders groß sind die Startfelder bei den Evo-Klassen. Egal, ob unter oder auch schon über 50 Lebensjährchen auf Motocross-Maschinen zu sitzen oder zu stehen, das ist keine Frage des Alters. Mittendrin im Fahrerpulk übrigens auch Sportler, die man von anderen Motorsportarten kennt. Etwa Elias Chris Rosenberg. Damit jetzt zum zweiten Tag bei diesem Oldtimer Motocross-Event. Am Sonntag trifft der Titel Back to the Roots genau ins Schwarze. Ja, wie gesagt, es ist aus 82 und 83 hat es Seitenwagenläufe in Schwannenstadt gegeben. 83 ist mein damaliger Coder Stefan Stüttenmeier ist da gefahren und da hat er eben irgendwie aus einem Umstand heraus oder Sturz sozusagen beschlossen, er sucht sich Karl Schmiding als Fahrer, ist dann zu mir gekommen und so ist die Geschichte ins Laufen gekommen und leider ist er vor zwei Jahren Krebs verstorben und jetzt haben wir gesagt, dieses Rennen morgen widmen wir den Stefan Stüttenmeier und wir freuen uns schon, die Strecke ist perfekt, die haben es brat gemacht, schön weit. Alle Vorbereitungen, wie man es in Schwannenstadt gewohnt ist, bestens gemacht. Heute ein super Programm mit der Klassik und wir freuen uns wirklich schon auf morgen, dass wir das wieder mal in Schwannenstadt zu preisgeben. Ja, wir waren 86 mit einem 560er Zweitakter am Start. Es war damals eine neue, leichte Serie. Das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. Heute haben es ca. 700 bis 750 Kubik Zweitakt. Sehr viel Drehmoment. Sehr, sehr gute Fahrwerke. Das hat sich wirklich zu einem Standard entwickelt, dass sie auch Rundenzeiten von den Solofahrern schaffen. Es ist eine Augenweide und ich war gestern bei einem Sponsor von uns, der sich sehr wohl in der Szene ein bisschen auskennt, habe ich gesagt, möchtest vielleicht nicht Schwannenstadt zuschauen kommen, wir fahren wieder mal Seitenwagen.
Sagt er, was ist das? Hab gar nicht gewusst, dass das gibt. Und so sieht man, dass das höchste Zeit ist, dass man das in Schwanau mal herzeigt. Wieder eine Geburtsstunde für Sidecar Motocross? Ja, ich merke schon ein bisschen. Jeder schaut, jeder redet und sagt, ja, wir könnten doch auch ein bisschen einen Nachwuchs begeistern und so weiter. Ein so ein Event, was da über die Bühne geht, gibt wieder Begeisterung und ein bisschen Nachahmungseffekt. Ich glaube schon, dass wenn man das ein, zweimal im Jahr wieder in Österreich sieht, dass dann wieder ein bisschen Nachwuchs kommt und dass Begeisterung und der eine oder andere will es versuchen. Der Joe Lechner hat sich auch vor kurzem einen Seitenwagen gekauft. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Wir sehen, ob er morgen am Start ist, aber es ist immer wieder Interesse da. Was die Sidecar-Crosser dann am Sonntag zeigen, das ist der pure Wahnsinn und reißt die Besucher zu Beifallstürmen hin. Am schnellsten unterwegs ist das Vorarlberger WM-Duo Weiß-Schneider, das beide Läufe mit großem Vorsprung mühelos gewinnt. Dahinter reitet das deutsche Team Weniger Schreiber vor dem tschechischen Gespann Petr Kotowi über den Kurs. Auch Anton Susenwagner aus Dreisen mit Gesamtrang 4 und Lokalmatador und Sidecar-Staatsmeister Karl Schwedinger als Elfter sind in diesem internationalen Starterfeld top unterwegs. Abgerundet und abgeschlossen wird dieses Motocross-Wochenende am Sonntag mit 4 Klassen des Auner Cups. Und auch das passt perfekt zu diesem zweitägigen Motorradsportfest. Auf der einen Seite Geräte und Fahrer aus dem letzten Jahrtausend, auf der anderen Seite die Technik und Fahrer der heutigen Zeit. Die MSV Schwannenstadt hat nach ihrem weltberühmten Oldtimer Grand Prix, der, sollte es möglich sein, 2023 zum 13. Mal über den Hausruckring in Pitzenberg-Aich gehen wird, mit der Veranstaltung Oldtimer Motocross Back to the Roots einen weiteren Meilenstein in Sachen Motorradsport aus längst vergangenen Zeiten gesetzt.